Zeit zusammen. Hier kurzes Update. Third Gen Pre-Facelift Bumper in the Build. Es wird langsam, man sieht jetzt langsam die grobe Form. Muss hier noch ein bisschen Feinarbeit machen, da sind noch ein paar Passungen nicht richtig, aber das liegt auch daran, dass ich hier ein bisschen verrutscht bin beim Punkten. Das muss ich nochmal korrigieren. Aber wie gesagt, das wird die grobe Form von dem Ding sein, mit den riesigen Lampen einlässen hier, die dann von innen so ausschauen. Ja, that's it. So sieht das Ganze aus, Riesenschiff. Ich bin sehr froh, dass ich das Teil nicht an ein Fahrzeug dran montieren muss, weil es ist sehr schwer. Es wird langsam. Oh, ich habe hier keine Falten. Das ist von der Schweißmütze da, von der Schweißermütze. Grauenhaft. Ja, soweit. Geköpft zu dem Thema. Und hier nochmal kurzes Update zum Seitenteil. Einmal kurz mit Video, mit Licht. So, hier sieht man schön ausgeschnitten. Muss ich jetzt hier an den zwei Stellen noch die Schweißpunkte treffen beim Ausbohren, wie hier, dass ich das aufbekomme. Man sieht hier oben, Innenfender ist auch recht mitgenommen. Hier fehlt er schon. Da muss ich auf jeden Fall gut ein bisschen zurück. Kleines bisschen nacharbeiten. Hier unten ist es auch recht crispy. Das ist halt eine dumme Stelle, weil das ist offiziell schon kein Teil mehr von meinem Repair-Blech. Es geht bis hier, wo ich geschnitten habe. Ja. Hier oben schneide ich den äußeren Fender. Man sieht es hier immer schon weg, weil durch das Rosten und das Rauswellen liegt dann dieses neue Repair-Blech nicht bündig an. Und dann kann ich das nicht hier dran klemmen und einfach doppelt durchschneiden. Also ich habe hier einfach durch beide Bleche durchgeschnitten. Und das sorgt dann dafür, dass ich einen relativ guten, knappen halben Millimeter großen Luftspalt bekomme und das neue Blech reinpunkten kann. Ja, ansonsten sind die Innenfender eigentlich noch ganz okay. Ein bisschen rostig sind sie, aber ja, diese Ausbuchtungen hier, man sieht das hier, wo das dann anliegt, die sind hier noch in Ordnung. Das ist übrigens der eigentliche Grund, warum die Ram-Fender so beschissen sind. Hier ist so ein Schaum drin, der ist ab Werk da drin und soll Vibrationsgeräusche, glaube ich, dämpfen. Was der aber eigentlich macht, der hält die Feuchtigkeit, sorgt dafür, dass hier alles schön durchgammelt. Ja, wird. Also kein Problem, kriegen wir alles wieder hin. Ich habe hier auch ein bisschen großzügiger geschnitten, dass ich diese hässlichen Nieten mit wegbekomme. Hier habe ich es natürlich vergeigt, da muss ich das Loch zuschweißen. Die hier unten, die nehme ich dann noch mit raus. Die hier ist eh schon Gulli. Ja. Das mache ich dann alles noch mit, Stück für Stück. Aber wie gesagt, Hauptprojekt aktuell ist eben der Bumper, weil der verkauft ist und der gute Mann natürlich schon auf das Teil wartet. Und man sieht ja, da ist doch noch einiges an Metern zu schweißen. Ich habe jetzt der Einfachheit halber das kurze Schlauchpaket dran gelassen mit dem Teflondraht, mit der Teflonseele, sorry. Weil ich da 0,6er Draht drin habe, mit dem kann ich halt hier die Karosserie besser punkten, ohne dass da was durchbrennt. Wenn ich dann aber hier wirklich schweiße, und das sind ja durchaus auch mal größere Luftspalte, werde ich dann den 0,8er Draht einlegen, dass ich nicht so viel verbrauche. Jo, es geht voran, es geht voran. Ich werde auch immer besser. Schweißtisch werde ich wieder verkaufen. Ich dachte mir, so ein Meter mal 60, der reicht mir safe für die Bumper, aber man sieht ja jetzt, wie klein das ist. Das Ding steht rechts und links irgendwie über. Ich habe schon so einen kleinen Plan, wie ich hier hinten den Bereich hier unten ein bisschen ummodeln will, werkstatttechnisch. Und ja, da brauche ich auf jeden Fall einen größeren Schweißtisch. Also wenn jemand Interesse an einem Schweißtisch hat, nur Abholung, versenden, tut, na, wobei versenden kann ich den auch, aber das rentiert sich wahrscheinlich dann schon fast nicht mehr. Ich glaube, ein Meter mal 60 cm, 15 cm hoch, glaube ich, müsste ich nochmal messen, 5 mm Materialstärke, D16 Lochsystem, meldet euch bei mir, günstig abzugeben. Versand auf Palette, kein Problem. So, jetzt geht's unter die Dusche und dann auf die Couch. Schönen Abend.